Flüchtlinge akzeptieren Kompromiss nicht. Entgegen der Darstellung des Senats lehnt die Mehrheit der Asylsuchenden vom Oranienplatz das Einigungspapier mit dem Senat ab, teilte der Flüchtlingsrat mit. Es biete nur eine zeitlich nicht definierte Duldung für noch nicht in Deutschland registrierte Lampedusa-Flüchtlinge. Für viele andere werde auf die Zuständigkeit anderer Bundesländer und Italiens verwiesen. Zudem werde es schwierig, die vom Senat versprochenen neuen Unterkünfte zu finden, da sämtliche Plätze belegt seien, so das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Auf der Grundlage des jetzigen Angebots würden die Flüchtlinge die Zelte und Hütten am Oranienplatz nicht freiwillig räumen, hieß es.